Jolike! Peppi! Grüß dich, Herr Jolike! Seit wann sind Sie im Streifendienst, sagen Sie mal? Ja, natürlich, komm schnell, du bist im Streifendienst. Ja, ich komm dahin, ich komm dahin, bis gleich, auf Wiedersehen! Ja, ich bin schon unterwegs, auf Wiedersehen, bis gleich, Jolike! Vier Personen weiterhin in die Bank drinnen. Nehmen Sie mich mit! Ja, da kommen Sie rein! Geht schon! Vor mir! Ja, ja, super! Scheiße! Leimann! Sofort anfangen! So, jetzt aber! Hier, Ulrike! Wo bist du denn? Ich bin schon unterwegs! Achso, was? Stehen bleiben, Kollegen! Ich bin vom PD! Das bin ich nicht hier! Vom Restaurant! Geht schon! Vorwärts! Wie geht's dir denn? Alles gut? Alles super! Der Trottel da im Funk geht mir nur auf die Nerven! Hier, und so ist wie geht's? Wo weißt du denn die ganze Zeit? Ja, Herr Ulrike, Sie wissen gar nicht, was da alles los ist in letzter Zeit bei mir! Ja, dann schauen wir sie einmal entspannt die Staatsbank an, würde ich sagen, hier, Loleke. Oder ja, was sagen Sie dazu? Fahren wir einmal vorbei, sagen wir mal Hallo. Was sagt man denn immer so dabei bei euch in Wien, wenn es losgeht? Geht schon los! Geht schon, Burschen! Geht schon, du Fischgesicht! Geht schon los, du Fischweckerl! Sagen Sie mal, Herr Loleke, wo waren Sie denn die ganze Zeit? Zwei Langwaffen in der südlichen Wie, Gasse. Wo warst du die zwei Tage? Ja, ich hab sie lange nicht mehr gesehen. Ich bin hier immer in Dienst. Ich habe auch Sonnenblumenkerne tatsächlich. Oh. Entschuldigung. Super, danke schön, Kollege, für gar nichts. Ja, okay, also es sieht ein bisschen gefährlich aus, was ich da mache, okay, Jolike. Also wir sollten vielleicht ein bisschen fahren und dann sollten wir vielleicht einmal, was machen Sie, haben Sie an die Sonnenblumenkerne verschluckt, weil das hätte ich Ihnen tatsächlich gegönnt. Die habe ich noch nicht auf, ich mache die mir jetzt auf, die Sonnenblumenkerne. Genau, das soll Ihnen gut im Hals stecken bleiben, ja, Jolike, genießen Sie es ruhig. Lecker. Wohin sollen wir denn jetzt? Also wir sollten eigentlich ein bisschen nach hinten, ja, unsere Kollegen stehen gerade unter Beschuss. Okay, ich fahre jetzt noch zwei reingelaufen mit den Seiteneingang. Einmal links. Links, okay. Genau, einmal links und dann rechts, weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Warten Sie mal, ich setze mich einmal vor. Ja? Warten Sie mal ganz kurz, dass wir da auf derselben Höhe sitzen. Bleiben Sie mal stehen. Wieder so schnell geschossen. Wie halten die denn nicht da? Zurück, Herr Linke! Herr Linke! Fahren Sie! Herr Linke! Fahren Sie, Herr Linke! Hilfe! Herr Linke, fahren Sie weg in Sicherheit, Sie müssen in Sicherheit fahren. Ich muss eine Weste ziehen, eine Medizinkasten, da links irgendwo eine. Links. Ich schmeiß wohl. Okay, immer mit der Ruhe, gell? Alles gut, wir kommen da schon hin, bitte. So. Am besten lassen Sie mich fahren, Herr Linke, ja? Ja, und sonst, wie geht es denn Sie? Also, wie läuft alles, wie läuft Ihr Leben, wie läuft Herr Linke, was soll ich Ihnen sagen? Dieser PD-Job, das ist unterbezahlt, ja, als Polizist. Das kann man ja nicht. Kann ich nicht fahren, bitte? Ist besser, wie nie fahren, glauben Sie mal das. Nee, ich glaube nicht. Ich bin der beste Fahrer in Los Santos, Herr Linke. Das sagt mir jeder, das hat mir auch der Buttländer gesagt, dann bin ich dreimal abgekackt bei Ihnen. Das kann Ihnen jeder bestätigen, Herr Linke. Ja, die versammeln sich jetzt alle in der Seite. Fahren Sie von hinten in den Süden. Wo ist hinten, du Arschloch, du Hupfing? Genau, der rote U-Boot hat wahrscheinlich das. Der Hoffmann ist wirklich ein Arschloch, das ist ja kein Spaß. So! Philipp, bleiben Sie über der Bank. Okay. Festhalten, Herr Lolleke. Sie nehmen jetzt erst einmal die Puffen in die Hand, ja? Stehen bleiben, du Arschloch! Ja, jetzt der rote U-Boot ist stehen geblieben. Widerstand ist zwecklos, der Herr. Wir werden sie sowieso erledigen. Sie haben keine Chance. Ja, Lambo, wieso sitzt sie denn hinten? Wie war's denn? Der rote U-Boot hat das Gold. Hier. So, meine Herrschaften, bitte einmal stehen bleiben. Das macht doch sowieso keinen Sinn, was ich da versuche. Ja, roter Uhr ist verunfallt. Passen Sie auf. Okay, dann haben wir wieder ab, besser. Wo fahren wir jetzt hin mit allen Einheiten, meine Herren? Super, gut. Direkt unter der 25. 25? Jetzt, der 25. Müssen Sie markieren. Die 25, die ist wieder rechts rum, Richtung... Das ist oben, wie unten. Fahr dahin. 6.5 hours later. Der rote Uhr ist unter das Gold nicht. Na, ja, verkackt. Okay, da ist kein Gold mehr und jetzt machen wir hier. Ja, super. Ja, jetzt auf einmal abspüren. Sehr gut, genau, jetzt wird abgesperrt. Super. Gut, dann können wir auch schon wieder auf Streife fahren. Also, das ist ja wirklich miserabel. Da wird immer noch geschossen. Da ist doch keiner drin. Warum schießen die auf das Auto? Vielleicht ist das einer, der das Auto geklaut hat. Einer von denen wird sein. Ja, ich glaube auch. Ja, super. Den ist super, den schnappen wir uns. Staatsbank ist soweit keine Wärmesignatur mehr zu erkennen. Schaut er die Speed-Unit an! So ein Fulltrautl! So ein Idiot! Wir bräuchten die Speed-Unit auf der rechten Seite des Heimes Richtung Casino nach oben. Wir verfolgen ein Auto.
Es ist Staatsbank, wir verfolgen keine Autos. Es ist ein Selbstbedürftiger, scheißegal, wir verfolgen keine Autos. Ja, Herr Hoffmann, die Staatsbank ist seit einer halben Stunde schon leer, gell? Ja, aber die Staatsbank ist noch nicht Code 4 ausgesprochen. Wenn jetzt noch einmal so jemand auf die Idee kommt, so eine Scheiße zu funken, werde ich sie degradieren. So ein Arschloch, das ist so ein Trottel. Ich bin eh-Recruiter. Den kannst du ja nicht einmal ernst nehmen, den Haber. Fahren die Staatsbank aus. Okay, wir fahren die Staatsbank an. Die sind schon lange über alle Birke und wir fahren die Staatsbank an, du Wichser! So, in die Staatsbank rein und schauen, ob da irgendwo Gold liegt, was ja, da drin sitzt sich, genau, die haben das Gold da drin liegen lassen. Wenn das erledigt ist, können wir kurz hier ausrufen. Bist du deppert, da ist das so ein Inkompetent, hab ich nicht gesehen. Aber wenn andere Bank machen, auf einmal, das sind Dings hier, Tiere, Möwen auf einmal geworden. Auf einmal sind da dann 100 Polizisten da und die stürmen dann auch sofort. Alles klar. Haben's nicht geschafft, oder was? Keine Ahnung, die sollte anscheinend, die Tür hat sich vielleicht von alleine geschlossen wieder. Naja, normalerweise müsste die ja eigentlich noch offen sein, oder nicht? Ja, also man muss auch dazu sagen, die Staatsbank wurde vor einer Stunde ungefähr gemacht. Kann sein, dass sie wieder zu ist, hört ich dir. Die nächsten sind schon auf dem Weg. Machen keine Nachbesprechung heute. Gott sei Dank. Fahren Sie bitte wieder ganz normal ins Schreibendienst. Okay. Na gut. Heute gemacht haben. Dann tun wir's. 2 seconds later. Jetzt früher mein Enkel. 1199. Müller, wollen Sie mich verscheitern? Oh, doch. Wir werden gerade beschossen. Wir haben eine 1199. Ja, warum fahren Sie die Staatsbank an, nachdem Code 4 ausgelöst wurde? Wir sind am Wegfahren. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Ah, den halten wir mal auf, bitte. Der schaut mir sehr verdächtig aus. Grüß Gott, der Herr. Fahren Sie einmal rechts ran, bitte. Einmal sofort rechts ran fahren, der Herr. Hallo? Hallo? Einmal bitte rechts ran fahren, bitte. Ich hab gar nichts gemacht, Mann. Ja, das ist ja wohl. Ist doch alles gut. Fahren Sie sofort rechts ran, bevor wir Gewalt anwenden müssen. So sind wir gezwungen, Sie zu thesen. Jo, ist doch alles gut, Mann. Wir wollen keine Gewalt anwenden, bitte. Ich fahr doch nur auf meinem BMX, Mann. CGF, die Wolf verfolge ich auf meinem Fahrrad, Mann. Hä? Ich will den nicht, ich will den ja, gar nicht. Ja, fahr mal runter vom Bike, weißt du, der Punkt ist schon durch. Ich will dich nicht da runter, also ich muss einfach. Warte mal, ich tese den runter. Fahren Sie mal langsam in dem her. Nee, aber der will ja nicht hören, Leute. Unterwegs, Mann. Langsam. Was machen Sie hier, Olike? Sie haben uns auseinandergenommen. Steh hier, so, einmal aussteigen, bitte. Hinter. So, der hier, Sie haben sich mit dem Falschen gespielt, ja? So einfach geht das nicht. Ich werde Sie einmal. Hallo, hallo! Yo, fuck! Stehen bleiben, sofort! Hinterher, Herr Ulrike, hinterher! Scheiße! Die hat uns auseinandergenommen! Die stehen bleiben! Die kleinen Flitzer! Scheiße, wir können da nicht hin, Baby. Doch, wir schaffen das! Wir müssen upgraden. Nein, nein, wir können da nicht hin. Bist du sicher? Wie ist das da? Ja, unten. Stehen bleiben, hab ich gesagt! Das ist peinlich. Wir haben uns blamiert. Das war wirklich peinlich gerade, Herr Olike. Weißt du, das können Sie ja wirklich niemandem erzählen. Egal, das hätte keiner gesehen. Komm, lass uns abholen. Also ich muss wirklich sagen, Sie sind wirklich ein guter Autofahrer, ja? Sie haben mindestens 3 Barrieren mitgenommen und 2 Katzen, ja? Ja, wir gucken mal von der Seite. Da ist er, da ist er, da ist er! Das ist er doch. So, der hier einmal stehen bleiben, bitte. Herr Olike! Stehen bleiben, Hände hoch! Wo ist er? Wo ist er denn? Mann. Yo, motherfucker! Hände hoch! Ich leg ihnen einmal Handschellen an. Fuck. So, Metzfuck, du hast uns gefuckt! Du hast auseinandergenommen! Ist das ein Spiel? Was soll das denn? Was soll das? Du kannst ja einfach umfahren, Mann. Oh, doch, mein Rücken. Du haben's doch gesehen, dass wir das kennen, der hier. Wo wollten Sie denn hinlaufen? Wohin wollten Sie denn? Warum halten Sie nicht einfach an, wenn wir sagen, halten Sie kurz an? Wieso machen Sie das viel schlimmer, als es ist? Wie ist Ihr Name? Ich höre ein Auto hier, Olike. Scheiße, Mann. Ich höre ein Auto. Sind wir bei der 66, oder? Warten Sie mal. Was lässt du denn da stehen, den Headfest? Nimm ihn doch mal. Achso, mitnehmen. Doch dein Herz. Ja. So, Sie kommen jetzt einmal mit. Scheiße. Wie kommen wir da raus jetzt? Ah, das sind nicht meine Jungs, Mann. Scheiße, versuche ich nicht drüber. Ich hab... So. Die kommen. Hey. Hey, was haben die gesagt? Haben Sie das gehört? Scheiße, ich hab das Auto nicht abgeschlossen. Das sind jetzt irgendwelche... Nein, die haben das Auto. Was machen wir jetzt? Nein, was haben wir gemacht? Wir werden gekündigt, Herr Olike. Ich weiß. Ich muss zurück jetzt. Versuchen. Am besten lasst ihr mich einfach los und dann kläre ich die Sache für euch, Mann. Scheiße. Ich kann weiter mit euch im Auto fahren. Nein, jetzt macht er den Fax in einem Auto. Na, ihr könnt mich durchsuchen, Mann, aber komm, wir machen einen kleinen Deal, okay? Ja. Ihr habt nichts dabei. Ich klär's mit eurem Wagen und ihr lasst mich frei und
auf meine Akte scheißt, okay? Okay, tamam. Okay, schau, du klärst dich. Ich hab deinen Namen aufgeschrieben, kleiner Bur. Ja, ja, ich hab eine Akte, also darum, ich klär's mit eurem Wagen und die lass mich in Ruhe, okay? Okay, alles klar. Okay, gut. Ich klär's, warte. Komm mit. Erike, halten Sie die Waffe bereit. Nicht, dass wir hier zerlegt werden jetzt. Der Wagen ist doch da, alles gut. Gut, dann können wir sie mit dem Hände hoch! Hände hoch! Hey. Sofort! Hände hoch! Sofort die Hände hoch, der Herr! Na! So! Denkt er, der kann uns auseinandernehmen? Ja, das war's dann wohl mit dem Wegrennen. Du kannst uns auseinandernehmen, schau, der Herr! So einfach geht es. So, was war Ihre Mission gerade eben, als Sie abgehauen sind von uns? Ich bin nur Fahrrad gefahren, man, waren so schlimm daran. Ja, aber warum sind Sie nicht angehalten? Hätten Sie angehalten, dann hätten wir ganz normal mit Ihnen geredet. Ich fahre mal das weil Auto kurz hier raus. Weil ich eine Akte habe, Mann. Darum bin ich abgehauen. Sie haben eine Akte? Ach du Scheiße, wir haben das Auto kaputt gemacht. Ja, kann sein. Gut, dann schauen wir mal, was Sie für eine Akte haben. So, passen Sie auf. Sie sind uns entgegengekommen, deswegen wir kommen Ihnen auch entgegen. Alles klar? Ja, Ulrike. Hör auf, lach nicht. Prost in. Hör auf zu lachen. Bitte schauen Sie mal, wie der heißt. Six and a half hours later. Gut, dann schauen wir mal kurz. Oh, Scheiße, jetzt muss ich mich. Sind Sie im Kopf nicht drinnen? Hier, Leke? Nee. Scheiß mir an. Kollegen, können Sie mir einmal einen Gefallen tun? Können Sie mir einen Gefallen tun und nicht von der Hut jemanden inhaftieren? Wie bitte? Kennen Sie die Dienstanweisung mit den Huts? Dass wir nicht ja, der ist ja da hinten von der Mega Mall bis hierher gerannt. Was sollen wir denn machen? Was möchten Sie von mir? Gar nix. Passt schon. Wie heißen ja, Sie? King. King? Lieutenant King, ja. Lieutenant King, super. Also, das merke ich mir mal. Ich muss sagen, Peter, du bist mir echt ins Herz gewachsen, aber wir müssen leider unseren Job machen. Hast du auch einen Schuss von denen bekommen? Ja, ja. Aber der soll sich nicht mit mir anlegen, sonst gibt's ein Watschen. So einfach geht das. Gut. Ja. Peter, Herr Olicke. Ich kann dich einfach nicht freilassen. Ja. Was machen wir jetzt da? Gut, dann lassen wir den. Hey. Guck mal, entweder wir geben den jetzt weiter an die Kollegen da hinten und die nehmen seinen Arsch auseinander oder wir sagen jetzt, nee, er hat sich erledigt. Nein, wir geben das weiter. Sicher? Ja, geben wir den weiter. Nein, bitte. Der hat eine Fahndung offen. Nein, hab ich da nicht, das hat nur Spaß. Das wissen wir ja nicht, ne? Ja. Wissen Sie was? Scheiß drauf, geht schon. Zieh durch. Schleiche, geht schon. Ob Sie wissen, wo die Hut ist? Aber die Straße runter, die 66, und die Straße ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand die 0 gewählt hat, gell?